katholisch.de wichtig. Meine Bitte nachher, dass wir uns mit den Fotografinnen, Fotografen, Kameraleuten um 15.45 Uhr draußen auf dem Vorplatz treffen, wo schon einige eben fotografiert haben. Wir werden sie dann von da aus gesammelt mit in den Saal reinnehmen für das Auftaktfoto, wenn die Bischöfe zusammenkommen. Um 17.15 Uhr. So, also das ist noch die leichte Vorrede. Es geht um die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Die beginnt heute. Das sind die 65 Bischöfe der katholischen Kirche in Deutschland. Die treffen sich heute bis Donnerstag und beraten sich vor dem Treffen der Weltsynode der katholischen Kirche nächste Woche in Rom. Ja, danke und herzlich willkommen auch meinerseits. Diesmal darf ich nicht nur als Vorsitzender der Konferenz hier meinen Dienst tun, sondern auch Gastgeber sein, gemeinsam mit dem Bistum Limburg. Und von daher gilt mein Dank wirklich allen, die im Hintergrund und im Vordergrund aus dem Bistum Limburg Arbeit leisten, damit es uns gelingt, hier als Konferenz der Bischöfe, aber auch als Journalistinnen, Journalisten, als Gäste willkommen zu sein in diesem Tagungshaus des Bistums Limburg. Die letzte Vollversammlung, die hier getagt hat, ist tatsächlich schon einige Jahre zurück. Das war 1988. Also vor 35 Jahren war die Vollversammlung der Bischofskonferenz zuletzt hier. Davor mit dem berühmten Namen Königstein verbunden, aber viele Konferenzen, die nicht zuletzt über die Königsteiner Erklärung damals im Herbst 1968 bis heute nachwirkt. Wir sind sehr froh und dankbar, diesmal Gastgeber sein zu dürfen und strengen uns an, das auch für Sie so angenehm wie möglich zu machen. Wie immer beim Auftakt möchte ich Ihnen ein paar Punkte schlaglichtartig beleuchten, die uns in diesen Tagen beschäftigen werden. Habe mir 6 Punkte einmal herausgenommen. Das eine und erste, weil es auch zeitlich sehr viel Raum in Anspruch nimmt, ist die weitere Arbeit und die Reflexion des synodalen Weges. Die Herbstvollversammlung dieses Jahr ist das erste Zusammentreffen aller Bischöfe nach dem Abschluss der 5. Synodalversammlung im März, die ja in Frankfurt stattgefunden hat, mit der wir den synodalen Weg zu einem gewissen Abschluss gebracht haben. Aber Sie wissen es, der Spannungsbogen geht gleich weiter, denn im November, am 10., 11. November, tagt zum ersten Mal in seiner konstituierenden Sitzung der Synodale Ausschuss. In der Zwischenzeit ist viel geschehen. Die Beschlüsse wurden veröffentlicht, sie wurden übersetzt, in viele Sprachen gefasst. Wir haben das Haupt darüber gebeugt, gemeinsam mit der sogenannten gemeinsamen Konferenz, also dem anderen Träger des synodalen Weges, nämlich dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Katholikinnen, und haben die Aufträge herausgezogen, die jetzt auf uns warten, die innerhalb der Bistümer zu erledigen sind, die von uns gemeinsam im synodalen Ausschuss zu erledigen sind, die jetzt in Arbeitsgruppen miteinander verabredet auf den Weg gebracht werden müssen, und solche, die gemäß der Beschlusslage des synodalen Weges nach Rom übergeben werden. Dazu, wir haben das in den vergangenen Tagen ja auch öffentlich gemacht, haben die Präsidentin, Frau Dr. Irmelstetter-Karp, und ich bereits im Juni dem Heiligen Vater ausführlich geschrieben und die 9 Themen und Themenbereiche beschrieben und identifiziert, die wir der gesamtkirchlichen Bearbeitung und damit dem Heiligen Vater anvertrauen. Es gab in der Zwischenzeit auch, Sie haben das gehört, Ende Juli ein Gespräch in Rom. Das war sozusagen die Fortsetzung der Gespräche, die wir als Bischöfe mit römischen Verantwortlichen über den synodalen Weg und seine Konsequenzen, seine Herausforderungen geführt haben beim Ad Limina-Besuch im November des vergangenen Jahres. Dieses Gespräch haben wir aufgegriffen in einer bilateral besetzten Gruppe von Bischöfen auf unserer Seite unter der Leitung des Kardinalstaatssekretärs, von kurialen Präfekten der römischen Seite. Ein atmosphärisch sehr gutes, sehr offenes Gespräch, in dem es vor allem darum ging,
die Gesprächsstruktur in Zukunft, also wie wir miteinander reden werden und wie diese Gespräche vorbereitet werden, miteinander verabredet haben. Das heißt also viel Arbeit. Jetzt bei der Herbstvollversammlung haben wir uns vorgenommen, einen Teil der Reflexion, also wie haben wir den synodalen Weg bis zur fünften Vollversammlung, seine Beschlüsse, seine Herausforderungen, die Rolle der Bischöfe in diesem Prozess wahrgenommen, persönlich, geistlich, spirituell, aber auch als Verantwortungsträger in unseren Diözesen. Das wollen wir miteinander ausführlich diskutieren, beraten und zusammentragen. Und wir wollen die Aufgaben in den Blick nehmen, die jetzt vor uns liegen, nicht zuletzt im synodalen Ausschuss. Das Zweite, morgen für morgen steht auf dem Programm die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Sie wissen, dass der Vorsitzende hat einen Stellvertreter gemäß dem Statut. Das war bislang in den letzten 6 Jahren Bischof Franz Josef Bode aus Osnabrück. Nach dessen Amtsverzicht ist die Amtszeit auch geendet. Sie hätte aber eh auch in diesem Herbst ihr Ende gefunden, sodass es jetzt ansteht, einen Nachfolger zu wählen. Ja, fast genau auf den Tag vor 5 Jahren haben wir uns in Fulda den Bericht des konzertierten Forschergremiums, den MHG-Bericht, entgegengenommen als einen weiteren wichtigen Schritt in der Frage der Aufarbeitung von Missbrauch und sexualisierter Gewalt durch Kleriker an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche. 5 Jahre sind es her. In dieser Zwischenzeit hat jede Vollversammlung sehr intensiv sich mit dem Feld Aufarbeitung, Aufklärung, Prävention, Intervention befasst. Und so werden wir es auch in diesem Jahr tun. Da stehen verschiedene Dinge auf dem Programm. Ganz sicher wird uns auch noch einmal beschäftigen. Und ich denke, dass der Bischof von Essen berichten wird über die Schlagzeilen der vergangenen Woche. Der 1991 verstorbene sogenannte Gründerbischof des Bistums Essen, Franz Hengsbach, Kardinal, wird nicht nur der Vertuschung beschuldigt im Bereich des Missbrauchs, sondern ihm wird vorgeworfen, Täter gewesen zu sein zwischen den 50er und 70er Jahren. Es gibt mehrere Vorwürfe an ihn von Personen, sexuelle Gewalt durch ihn erlebt zu haben. Das ist eine Dimension. Wir haben es einmal bereits erlebt bei einem Bischof von Hildesheim. Jetzt aber der Kardinal und so sehr hochgeschätzte und von den Menschen geehrte. Man sieht es an den Figuren, die es gibt, an den Plätzen, die nach ihm benannt sind. Das ist eine wirklich sehr schwierige Situation. Nicht nur für den Bischof von Essen und das ganze Bistum Essen, sondern insgesamt für uns. Aber ich sage auch da, alles muss auf den Tisch. Die Wahrheit muss auf den Tisch. Nur so werden die Betroffenen zu ihrem Recht kommen. Und ich hoffe, dass sich die Dinge aufklären lassen, insbesondere wo der Bischof ja schon über 30 Jahre verstorben ist, insbesondere für die Betroffenen, dass sie ihr Recht auch erlangen. Vor einem Jahr haben wir bei der Herbstvollversammlung beschlossen, Aufarbeitung und Aufklärung, Intervention und Prävention in ganz neue, auch breiter aufgestellte Strukturen zu geben, nachdem wir mehr als 10 Jahre Bischof Ackermann damit beauftragt hatten, nun Bischof Dieser und Erzbischof Burger und eine bischöfliche Fachgruppe, die bereits ihre Arbeit aufgenommen hat,
Also ein breit aufgestelltes Konsortium von Bischöfen, die sich der Fragen annehmen. Und diese bischöfliche Fachgruppe ist nur eins von drei Elementen, mit denen wir glauben, dass wir in Zukunft das Thema Aufarbeitung, Aufklärung, Prävention, Intervention sachgerecht und betroffenenorientiert bearbeiten können. Das zweite Element neben der bischöflichen Fachgruppe ist unser Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz. Und das dritte, ganz neue Gremium, soll ein unabhängig von uns besetzter Expertenrat sein, in den alle Fragestellungen, alle Perspektiven einfließen und der sozusagen der bischöflichen Fachgruppe dann die Aufträge gibt. Hier gilt es auch ein Monitoring über all die Maßnahmen zu installieren, die wir als Deutsche Bischofskonferenz und Bistümer nicht zuletzt durch unsere unabhängigen Kommissionen zur Aufarbeitung mittlerweile aufgesetzt haben. So, meine Damen und Herren, dann fassen wir das doch noch mal wunderbar zusammen zum Abschluss dieser Sendung. Das Thema Migration, Kirche, die verschiedenen Parteien, Pressekonferenzen, die wir heute hatten, noch mal mit Volker Kronberg, der noch da ist, netterweise Professor für Politikwissenschaften hier in Bonn. Herr Professor Kronberg, also das zieht sich ja durch. Ne? Der Papst, wir haben eben ja schon diskutiert, in Marseille am Wochenende, der noch mal klar sagt, man müsse doch bitte mitmenschlich sein, Menschen aufnehmen. Die Grünen, die am Wochenende da vielleicht so eine Wende, haben Sie es gesagt, vielleicht schon eingeläutet haben, weil eben doch es viel Kritik gibt von anderen Parteien. Dann die AfD, die Kirche, die noch mal sagt, oder Herr Betzing, der am Wochenende der Bild-Zeitung ein Interview gibt und sagt, die AfD habe nichts mit der Kirche zu tun, das würde nicht zusammengehen. AfD wählen und gleichzeitig kirchlich denken. Jetzt lasse ich Ihnen den Schlusspunkt dieser Sendung. Ja, vielen Dank. Wir sehen einfach natürlich, wenn wir hier beginnen, Herbstvollversammlung katholische Kirche sehen, die Papstäußerungen, die ja nicht neu sind, sondern sich dieses Pontifikat ja seit Jahren ziehen, dass wir es natürlich ein Stück weit auch mit unterschiedlichen Rationalitäten der Kirche einerseits, der Parteien, der Politik andererseits zu tun haben. Es geht um große Themen, übrigens ja auch nicht nur national. Er war in Marseille, Frankreich. Schauen wir uns, es wurde hier auch in der Pressekonferenz der Grünen Nuripur die Reform der europäischen Asylpolitik angesprochen. Das ist eines der bestimmenden Themen ja auch auf europäischer Ebene. Und wenn die Europawahl im nächsten Jahr im Mai stattfindet, ist dieses Thema eben auch. Wir haben hier verschiedene Kehrtwenden, natürlich auch Dänemark in anderen Ländern gesehen auf diesem Gebiet, wenn man sich nur mal darauf bezieht, weil der Verweis Betzing AfD, die AfD ist demoskopisch so stark, nicht zuletzt, weil aus Sicht der Bevölkerung dieses Thema Migration und Integration eines der drängenden Themen eben ist. Und es zieht sich wie ein roter Faden auf den unterschiedlichen Ebenen, gerade auf der kommunalen Ebene, dass das eben geteilt wird, dass in diesem Politikfeld etwas getan werden muss angesichts der steigenden Zahlen. Was wir beobachten ist, Nuripur hat das unter vier Punkten im dritten so ein Stück weit nonchalant mitgenommen. Mhm. Habeck signalisiert aber, es wird in der Ampel auf die Grünen, werden schwierige Tage und Wochen auf sie zukommen. Der Bundeskanzler hat es intoniert. Man wird hier sozusagen diesem Problemdruck, der Sorge der Menschen Rechnung tragen müssen. Mhm. Vielen Dank, Volker Kronberg, dass Sie den ganzen Mittag hier bei uns bei Phoenix verbracht haben. Ihnen für die Einschätzung. Und klar, das Thema Migration werden wir weiter hier im Blick haben, wird heute und in den nächsten Tagen natürlich auch einen Platz finden bei uns im Phoenix-Programm. Apropos, hier geht's weiter mit